Also da steckt so viel Falschheit einfach in der Informatik drinnen, auch in den Medien drinnen, egal welche Medien das sind. Herr Martin, wie erleben Sie gerade diese Neuvermessung der Welt? Ja, unter Hochspannung einfach. Punkt 2 auch aus der Geschichte heraus, dass mir viele Dinge einfach bewusst wurden, durch meine Arbeit bewusst wurden. China wird in 100 Jahren sowohl militärisch, ökonomisch und auch sozial die führende Macht der Welt sein. Das hat Mao Zedong, wie er 1949 die Macht übernommen hat, einfach gesagt. Und in diesem Zeitalter leben wir. Das sind so 100 Jahre, wo sich China einfach ganz klar entwickelt hat. Diese unipolare Welt mit der Hegemonie der Amerikaner, die einfach mit ihrer Macht die ganze Welt beherrschen wollen. Wir beziehungsweise des Westens. Den Westen zumindest, aber auch Asien sehr stark. Wie kann man dem aber Einhalt gebieten? Naja, Einhalt. Oder wie kann man mitspielen? Man muss mitspielen. Einhalt gebieten, glaube ich, geht überhaupt nicht. Das heißt, das, was der Herr Trump versucht hat, einfach China einzubremsen und auch Biden jetzt einzubremsen, das ist ein Schuss in beide Knie. Es funktioniert einfach nicht. Europa hat immer wieder Rohstoffe genommen und das ist, was die afrikanischen Präsidenten jetzt alle sagen, Europa hat sie 400 Jahre bestohlen und noch dazu versklavt. Und das ist das Fatale, Europa hat nie die afrikanischen Länder gefördert und unterstützt für die Entwicklung. China macht das. Man könnte ja als EU, die ja eine doch nicht so vernachlässigende Wirtschaftskraft hat, mit China zumindest mitspielen. Ja, genau. Aber man sollte, aber es wird leider aus irgendwelchen Gründen, vielleicht ist es der Druck von Amerika, einfach nicht gemacht. Was kann man tun, um das zu verhindern? Kann man etwas tun? Ich glaube, es ist viel zu spät. Ich glaube, das ist einfach schon fast 100 Jahre einfach verschlafen worden. Diese Situation, die wir in Europa im Moment, diese Marktdynamik ist irgendwo abhanden gekommen oder eingebremst worden. Ob das jetzt wirklich aus diesem Druckmittel ist, dass sich Europa mit Asien ja nicht zusammenschließen darf, oder ob das einfach, es ist uns vielleicht zu lange zu gut gegangen. Vielleicht sind wir verwöhnt, dass eh alles da war und alles funktioniert hat und plötzlich ist es nicht mehr da. Wir reden wieder über diesen UNO-Plan aus dem Jahr 1947, die Zwei-Staaten-Lösung, Israel-Palästinenser-Staat, um die Lage halbwegs wieder unter Kontrolle zu bringen. Natürlich. Also die Siedlungen einzudämmen, nur realpolitisch gesehen, wie soll das funktionieren? Ich sehe im Moment da eine ganz, ganz schwierige Lösung, wenn überhaupt, und vielleicht auch wieder nur mit der Wirtschaftsmacht und mit dieser Ruhe der chinesischen Führung. So wie es China gelungen ist, Iran und Saudi-Arabien wieder in Verbindung zu bringen. Aus Sicht des Westens scheint die Lage eindeutig zu sein. Der russische Aggressor Putin hat die unabhängige Ukraine überfallen. Ist es aber tatsächlich so eindeutig zwischen Gut und Böse in diesem Krieg? Die NATO hat natürlich schon ein Planspiel und da kommt wieder der alte Punkt. Die Rohstoffmacht Russland einfach zu übernehmen. Das heißt, ich gehe mit der NATO so weit ran, bis ich wirklich den militärisch genannten Enthauptungsschlag machen kann, wo dann Russland natürlich weiß, mit 20 Minuten Flugzeit sind die Raketen einfach fast nicht mehr abzufangen. Also wenn die mit einer Fülle kommen, dann ist jedes Defensivsystem einfach überfordert. Das könnte es vielleicht der Fall sein, dass sich Putin trotzdem verspekuliert hat mit der Ukraine? Ich glaube, er hat die Härte nicht so gesehen, für mein Gefühl, wie weit Amerika oder England bereit ist zu gehen.